Was sagen Ihre Frau, nicht störe? Aber nein, Herr Schirrwind, im Gegenteil. Ich freue mich immer, Sie zu sehen. Das Vergnügen ist ganz auf meiner Seite. Ich bin sehr gern hierher gekommen. Aber das muss Sie doch langweilen, Herr Schirrwind. Diese alten Herren und diese hässliche Umgebung. Gott sei Dank sind Mama und ich sehr selten hier. Ach, Sie sind viel auf Reisen, Ihre Frau, ja? Ja, das auch. Aber meistens sind wir auf unserem Gut Bergfried. Sie müssen uns unbedingt einmal dort besuchen. Wo liegt denn das? In Oberbayern. Kommen Sie, ich zeige Ihnen ein paar Fotos. Bitte sehr. Hier, schauen Sie. Ach, sehr schön. Ich komme mit Vergnügen, wenn es der Dienst zulässt. Ich würde gerne mal ausspannen. Ich zeige Ihnen unsere schöne Umgebung. Wir könnten zusammen ausreiten. Das ist eine andere Sache als hier. Nichts als Schornsteine. Man traut sich ja kaum, die Fenster aufzumachen. Nur noch das muss sein. Ja, aber wie man sich das Wohnhaus so dicht neben die Fabrik setzen konnte, eine Kateridee. Na, der Kater hat sich rentiert. Aber dafür hat so eine Bergsteigerin natürlich kein Verständnis. Ach, Bergsteigerin. Mein neuester Sport ist meine Hundezucht. Windhunde, Saluki, hinreißende Kerle. Was mir fehlt, ist die Rennbahn mit dem elektrischen Hasen. Ich werde versuchen, Ihnen bei Wertheim einen elektrischen Hasen zu erstehen. Nein, bitte nicht spotten. Sie müssen mit Papa sprechen. Die Sache kostet alles in allem etwa 20.000. Aber das ist doch dafür gar kein Geld. Und Papa hält große Stücke aus. Sie übertreiben dies, Frau. Nein, nein, ich weiß es genau. Wir könnten gleich jetzt eine Attacke reiten. Natürlich, da sitzen Sie wieder. Der Rat der Götter. Der Rat der Götter? Ein Scherz, Herr Schirrwind. Aber die Herren vom Verwaltungsrat nennen sich untereinander selbst so. Sehen Sie, ist es nicht wie bei den alten Griechen? Wo die olympischen Götter über den Wolken unberührt die Schicksale der auf Erden wild sich raufenden Menschen in den Händen halten? Wirklich bei einiger Fantasie?